Sie sind hier, 6. September 2018, 20.24 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Maximilian Kiefer liegt in der Weltrangliste auf Platz 287. Urheberrecht Getty Images. Maximilian Kiefer legt beim PGA-Turnier in Crans, Montana einen Traumstart hin und geht als Führender in die 2. Runde. Martin Kaymer liegt 5 Schläge zurück. Maximilian Kiefer hat mit einer glänzenden Runde die Führung beim Europa-Tour-Turnier in Crans, Montana übernommen. Der 28-Jährige ausspielte zum Auftakt auf dem Par-70-Kurs eine starke 64 und liegt einen Schlag vor einem vierköpfigen Verfolgerfeld. Kiefer gelangen 7 Birdies, 3 davon an den letzten 5 Löchern. Das war heute ein guter Tag, ich kann mich nicht beklagen. Ich habe vor ein paar Monaten den Trainer gewechselt, das macht sich jetzt bezahlt, sagte Kiefer. Die Nummer 287 der Weltrangliste hatte erst vor 3 Wochen mit Rang 3 in Göteborg sein bestes Resultat des Jahres erzielt. Der größte Erfolg seiner Karriere ist ein 2. Platz bei den Spanish Open 2013. Der frühere Weltranglistenerste Martin Kaymer folgt mit 69 Schlägen auf dem geteilten 37. Rang. Ein Doppelbogey an Loch 6 verhinderte eine bessere Platzierung. Marcel Sim muss nach einer 72 auf Rang 103 ebenso um den Cut bangen wie Sebastian Heisele, der 73 Schläge benötigte und den 118. Platz belegt.